Wir bleiben mobil, haken jetzt aber erstmal die Mobilität der Gegenwart und Zukunft ab und gehen auch gedanklich ein bisschen in die Vergangenheit. Auf die Flüsse, Rhein und Neckar, die waren schon immer wichtige Transportwege. Die Transportmittel allerdings, die haben sich im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte gewaltig verändert. Also da, wo heutzutage große Schiffe unterwegs sind, da waren es früher die Flüsse. Und das ist heutzutage ein seltener, aber immer noch wieder auffindbarer Anblick, wie heute im Neckartal. Da ging es für die Schildacher Flüsse mit 6 km/h den Neckarfluss abwärts mit diesem 15 Meter langen Floß. Marke Eigenbau aus 15 selbstgefällten Holzstämmen transportierten sie früher auch unter anderem Holz den Fluss entlang. Und so wollen die Schildacher Flöße auch dieses Handwerk den Interessierten näher bringen. Hüte getragen, heute im besten Falle auch wegen des Sonnenschutzes, aber das ist die traditionelle Arbeitskleidung, die man da sieht. Und nachdem es heute nach Eberbach ging, geht es morgen weiter nach Neckargemünd. Klara Truschkozi hat mit Floßmeister Thomas Kipp über diese alte, zum neuen Leben erweckte Leidenschaft gesprochen. In der Kindheit haben ja sicher viele von uns schon mal versucht, einen Floß zu bauen. Und Herr Kipp, jetzt kann ich endlich mal einen Fachmann fragen. Worauf kommt es beim Floßbau an? Vor allem, worauf muss ich achten, dass es am Ende auch wirklich schwimmt? Ja, wichtig ist, dass ein Floß natürlich immer der entsprechende Auftrieb hat, um die Last auch zu tragen. Und dann ist wichtig, dass es stabil ist, dass es nicht umkippt. Ja? Und das ist das Element der Flößer. Was machen Flößer denn heutzutage noch? Gibt es sie überhaupt noch? Ja, die erwerbsmäßige Flößerei ist leider vorbei. Heute gibt es viele Vereine, die versuchen, die Zeit der Flößerei und die Geschichte am Leben zu halten und auch weiterzugeben. Wir gehören dazu als Verein und wir machen das eigentlich nur noch, um das sozusagen in Erinnerung zu behalten. Und wie können Sie diese Flößertradition, Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, den Menschen näher bringen? Durch solche Touren oder, ja genau, was machen Sie da genau? Ja, also wir wollen das nicht nur erhalten in der Theorie, in unseren Museen und Archiven, sondern wir wollen das auch in der Praxis machen. Wir kommen aus dem Schwarzwald. Der Umgang mit Holz gehört zu unserer täglichen Arbeit. Und wir möchten Floß bauen, Floß fahren. Und diese Fahrt hier am Neckar ist jetzt ein Beispiel unserer Aktivitäten. Jetzt sind Sie ja teilweise stundenlang unterwegs auf so einem Floß. Was machen Sie die ganze Zeit? Sich besinnen, die Natur beobachten, was noch? Ja, natürlich, der Neckar ist heute stark verbaut. Es gibt Staustufen, da ist die Bewegung langsam. Aber das nützt mir, um auch Kontakt zu halten mit anderen. Man führt Gespräche und lernt immer dazu. Also es ist für uns jetzt so absolut in Ordnung, wie das hier läuft. Und der Tag ist letztendlich kurzweilig. Haben Sie denn vielleicht auch ein Naturhighlight jetzt auf der Strecke nach Heidelberg? Ja, also natürlich gibt es immer wieder die Begegnung mit der Großschifffahrt. Das ist dann immer ein bisschen anspannend. Auch die Schleusen, die Überwindung der Schleuse bedarf einer gewissen Disziplin. Aber alles in allem können wir noch nahezu 1000 Kilometer auf Bundeswasserstraße auch über eine gewisse Verfahren verfügen, die uns natürlich auch Mut macht, weiterzumachen. Herr Kipp, ich wünsche Ihnen noch eine gute Reise und vielen Dank, dass ich mitfahren durfte. Gern.